Hi, meine Lieben. Ja, ich war heute wieder in Frankfurt mit meinen Eltern. Und natürlich war ich auch wieder beim Primark shoppen. Das ist Pflicht für mich. Ich habe drei ganze Tüten. Drei Primark-Tüten. Ja, ich habe heute wieder ein bisschen Geld dagelassen. Habe mich auch wieder eingedeckt mit ein paar coolen Sachen. Okay, fangen wir mal an. Ich tue mal einfach irgendwas raus. Fangen wir an mit diesen ganz einfachen Make-up-Schwämmchen. Wie viel sind da drin? 20 Stück. Haben 1,50 gekostet. Ich brauchte wieder welche, weil meiner kaputt ist. So, geht's weiter. Dann habe ich mir 5 Strumpfhosen mitgenommen in 10 Dehn für 4 Euro. Weil immer, wenn ich eine anziehe, dauert es nicht lang, da ist eine Laufmasche drin. Deswegen habe ich mir gleich 5 Stück mitgenommen. So, machen wir weiter. Dann, das habe ich auch schon bei ganz vielen YouTuberinnen hier gesehen, dieses Top mit der Spitze. Vielleicht kann man es hier erkennen und es ist halt so ganz rum. Hat auch 4 Euro gekostet. Dann geht's weiter. Dann habe ich hier so ein Kleid. So ein ganz schlichtes mit Weiß und Schwarz. Es hat 19 Euro gekostet, es war eins von meinen teuersten Teilen mit. Ich fand es aber total schön, dieses Kleid. Das hat es mir sofort angetan. Ja, dann geht's weiter. Dann habe ich mir wieder Schuhe gekauft. Komischerweise jetzt nur ein paar irgendwie. Sonst hat es keine gegeben, mehr in meiner Größe, die mir gefallen haben. Das sind diese hier. So Wedges. Und die haben hinten zum Zumachen. Und dann ist es halt hinten offen. Und vorne mit so Gold und vorne Pieptoe. Wenn man im Sommer dann schon die Zehennägel lackiert hat, schaut es cool aus. Die haben 18 Euro gekostet. So. Eine Tüte ist schon mal leer. Dann geht es mit der nächsten gleich weiter. Ja. Wie gesagt, drei Tüten. So, dann ziehe ich mir hier irgendwas raus. Ah. Einen Run DMC Pulli. 14 Euro. In Größe 42. Ich mag es ein bisschen oversized. So richtig schön. Ja. Boyfriend-mäßig. Dann habe ich mir einen Bandeau-Top gekauft. Ganz schlichtes für 3 Euro. Wo diese Träger dabei sind. Kann man auch die Träger einfach hinmachen. Muss man nicht die Träger dran nähen. So. Machen wir weiter mit dem Bikini. Das ist so ein Zweier. Bikini, der zusammen für 5 Euro. Und es ist so ein Top. Und das kann man dann hier noch zusammen. Also so ein Bandeau-Bikini quasi. Der hat, wie gesagt, schon 5 Euro gekostet. Genau. Dann habe ich mir auch mal solche, das habe ich auch schon bei ein paar YouTuberinnen gesehen, diese Knee-High-Socken. Ist ja auch schon wie Tennissocken mit diesen Streifen da. Finde ich cool. Die waren dann von 2,50 Euro nur noch auf 1 Euro reduziert. Habe ich dann an der Kasse erfahren. So, die haben wir. Dann geht es noch weiter mit Kuschelsöckchen. Blau und rosa. Für 2,50 Euro. Ich finde sie süß. Und für Abendmahl, Fernsehen, Chillen. Perfekt. So, zweite Tüte ist auch leer. Jetzt kommt die große. Genau, dann fangen wir mal an. Eine Tasche. Das ist diese tolle Tasche, wo innen noch so eine Innentasche hat, wo man dann seine ganzen Wertsachen halt reintun kann. Ja, genau. Die ist so viel. Genau, die hat 12 Euro gekostet. Dann habe ich mir auch dieses Bikini-Bag hier gekauft für 6 Euro. Da kommt der nasse Bikini rein in das Teil. Und da kann man noch andere Sachen irgendwie eintun. Ganz cool. Daumen nach oben. Dann habe ich mir wieder meine Söckchen gekauft. Meine 5 Paar für 3,50. Super spektakulär. Dann habe ich mir wieder einen Tube-Top gekauft, weil ich das andere so cool fand. Und da habe ich mir das jetzt in so eine Grün, Apfelgrün, Kiwigrün mitgenommen. Kann man auch gut zu High-Waisted Jeans kombinieren. Oder zu Shorts jetzt im Sommer. Genau.
Das hat 4 Euro gekostet. Cool. Dann kommen noch zwei Sachen. Beziehungsweise eine, das habe ich mir doppelt mitgenommen. Das sind diese Tattoo-Strumpfhosen von Disney. Mit der Ariel. Und die Disney-Sachen sind ja echt ein bisschen teurer beim Dings, beim Primark. Haben 6 Euro gekostet. Ja, und dann habe ich mir noch Unterwäsche genommen, aber ist unnötig zu zeigen. Das macht halt so ziemlich keiner. Also, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr mir irgendwie ein Too Much Information Tag wollt oder ein Follow Me Around oder irgendwas, schreibt es mir unten in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Danke, ich habe euch lieb. Ciao.